herzliches Glück auf, meine lieben Bergbrüder, meine lieben Gäste aus nah und fern zu unserer diesjährigen Bergandacht. Eigentlich wollten wir natürlich in der Binge sein, aber es war dann doch etwas unsicher, sodass die Entscheidung für unsere Bergkirche gefallen ist, auch wenn es heute vom Thema her um die Binge geht. Ich freue mich, dass so viele Abordnungen von befreundeten Knappschaften und Brüderschaften heute dabei sind. Ich freue mich über euch alle, die ihr gekommen seid. Meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort.
Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es wird noch werden, du auf deinem Weg.
Dank, Brüder, liebe Gemeinde. Vor knapp 60 Jahren hat die Zinnfritz Elsa ein Zeichner-Original, das immer wieder mit kuriosen Vorschlägen an den Bürgermeister herantrat, einmal gefordert, die beiden Bingen in Seifen müssten endlich zugeschüttet werden. Wenn jeder jeden Tag auch nur einen Eimer Dreck reinschüttet, dann müsste es bald geschafft sein. Dann könnte man dort einen wunderschönen Park errichten. Gott sei Dank ist dieser und andere Verbesserungsvorschläge nicht umgesetzt worden. Und es gibt sie bis heute, so wie wir sie kennen, unsere beiden Seifner-Bingen. Die Neuglücker-Binge, die ja, ganz natürliche, unberührte und die Geier. Ich habe das mal überlegt, sie sind ungefähr so tief wie unser Kirchturm hoch, so circa 35 Meter. Sie sind natürlich Wunden in der Landschaft und einzigartige bergmännische Zeugnisse zugleich. Welche Eltern, die hier in der Gegend gewohnt haben, haben nicht ausdrücklich und zu Recht ihren Kindern verboten, in der Geierin zu spielen? Und wie viele Kinder und Jugendliche haben das Verbot dann doch gebrochen? Schon im 16. Jahrhundert werden sie erwähnt. 1570 die heute so unheimlich wirkende Neuglücker-Binge und 1593 die Geierin. Anders als zum Beispiel in Altenberg und Geier, wo wir um gewaltige Einstürze alter Bergbauen und 1620 bzw. 1803 wissen, die sogar Menschenleben gefordert haben, wissen wir über die Entstehung der Seifner-Bingen wenig. Es gibt die Vermutung, dass auch hier mal ein Einsturz gewesen sein könnte, aber die meisten sagen, nein, es war ein Bergbau, der so steinbruchartig geführt wurde, ein Sprossenbergbau. Und dabei hat man das taube Gestein noch oben am Rand abgelagert. Schriftliche Quellen aus dieser frühen Zeit, die stehen uns leider nicht zur Verfügung. Was man heute aber ganz genau sagen kann, hier im Bereich der Bingen, gibt es eine stockartige Zinnlagerstätte auf 9 Hektar Fläche. Biologen sprechen ja immer von Erzstöcken. Orte wie Eigenstock, die haben davon auch ihren Namen bekommen. Hier ist es ein Zwitterstock, also Zinnerz mit anderen Gesteinen vermischt. Und das muss man sich, naja, wie einen riesigen Felsen vorstellen oder auch vielleicht wie einen ganz riesigen Baum, an dessen Blätterkrone überall etwas Zinn zu finden ist. Man hat herausgefunden, ungefähr 1,4% an diesem großflächigen geologischen Gebilde sind Zinn. Daneben gibt es dann aber auch noch Erzgänge mit etwa dem Doppelzinngehalt, 2,9%. Bei diesen Erzgängen, da hat man die Stollen dann angelegt, die man heute auch noch erkennen kann. Und neben dem Zinn gibt es noch etwas anderes, was Arsen hieß, etwas Mangan, Roteisenerz, Fluorid und Kupfererz. Und wir wissen es, die beiden Bingen, die sind durch eine etwa 30 Meter starke Wand getrennt. Aber durch diese Wand, da führt eben ein Tunnel, der dafür sorgt, dass das Erz aus der Geierin in die neue Glücker-Binge gebracht werden kann und von dort über eine einst 22 Meter hohe Förderbrücke ins Pochberg. Unserem Kirchturm oben, da befindet sich eine Nachricht vom alten Bergbau um 1730. Und da erfahren wir, dass ungefähr 20% des Seifner Zinnertrags von den insgesamt 508 Zentnern Rohzinn aus der Geierin und aus der Binge kommt. Da werden Namen genannt, die heute teilweise auch noch bei uns zu finden sind: Langer, Ulbricht, Hänig,
Stephan, die haben dort das Rotsinn gewonnen, so insgesamt um die 110 Zentner damals im Jahr 1730. Eine beschwerliche Arbeit, muss immer davon ausgehen, ein Zentner Rotsinn, das bedeutet Bewegung von ungefähr mindestens 10 Kubikmetern tauen Gestein. Das alles mit der Hand, das ist kein Spaß gewesen. Wilhelm Walter hat in einer Zeichnung sehr schön festgehalten, wie das noch in seiner Kindheit so 1840 ausgesehen hat. Und nach Ende der Bergbauzeit hat sich auch hier eine interessante Tier- und Pflanzenwelt entwickelt, die eben auch keine Probleme damit hatte, als es ab 1934 das Freilichttheater gab. So mancher hat die wild-romantische Atmosphäre darin genossen, einfach die Kühle an heißen Sommertagen sich gut tun lassen. So manches Glück auf und so manche Bergandacht haben wir in der Bingel gehalten. Sogar der Dresdner Kreuzchor hat 1999 dort gesungen. Ein Ort des Segens, die Bingel. Aber natürlich muss man sich eingestehen, es ist auch ein Ort höchster Gefahr. Schon wenn wir es vor 9 Jahren mal erlebt haben, wenn sich da eine Katze auf einen Vorsprung der Binge verirrt hat, da ist das schlimm. Nicht auszudenken, wenn da ein Mensch irgendwo abstürzt. Und man fragt sich, wie ging es denn damals den Bergleuten, die hier tätig waren? Gab es Unfälle oder sogar tödliche Abstürze? Soweit mir bekannt ist, ist uns das aus der Bergbauzeit zwischen 1600 und 1850 nicht überliefert. Aber was war davor? Wie viele Mühen mussten in diesen Ort investiert werden? Schon alleine durch den Transport des Taubengesteins hoch auf den Bingenrand, den wir jetzt ja unserem wunderschönen Bingenblick verdanken, der schönsten Blicke auf Zeit. Ja, bei allem Einsatz, bei allem Forschen und Hineindenken in das Leben der Bergleute können wir wohl auch nicht ansatzweise nachfühlen, unter welchen Mühen und Lasten, aber auch Schmerzen unsere Vorfahren zur Altvorderen gearbeitet haben. Mit dichter Worten können wir nur sagen, Bergmann leben, Bergmanns Freuden, oft gerühmt und oft besungen. Der nur kann sie ganz verstehen, der die Keilhaut selbst geschwungen, der im tiefen Schuss der Erde selber hat gepocht, gehämmert, dem dabei in langen Jahren Kraft und Jugend sind verdammt. Und jedwegen will ich raten, der sie rühmen will sehen, in die Tiefe soll er steigen und die Keilhaut soll er schwingen. Schaffen erst im Dunst und Qualme, bis ihm Hirn und Schläfen pochen, bis die Not in strahlen Körper und der Druck den Geist gebrochen. Eines aber lässt mich der Blick in die Dinge nachfühlen, die Worte aus der Bibel, die wir vorhin aus dem 130. Psalm gehört haben. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Aber wenn ich vom Binnenblick herunter zum Richtung Schlesierhof laufe, da fällt mein Blick hinunter in die absolut unübersichtliche, absolut unheimliche Tiefe der Neublicker Binnen. Wer da hinunterfällt, wo die Wasser rauschen, der ist wirklich ganz unten. Wenn ich nur davor verschont bliebe, so weit einmal unten zu sein. Dabei denke ich an Menschen, denen es so ergangen ist, die ganz unten waren. Da kam eine Diagnose des Arztes, die plötzlich alles veränderte. Eine Behandlung anstrengender als die andere. Eine Nebenwirkung gravierender
als die anderen. Nur noch an einem seinen Korb hing das Leben. Ganz und. Oder da fiel einem etwas ein, was einer vor vielen Jahren falsch gemacht hat. Das muss man doch gleich mal wieder hervorholen und öffentlich machen. Und schon kann man ihn in die Tiefe werfen, dass er ganz unten liegt und ja nicht wieder heraufkommt. Sobald er nur einen Schritt nach oben versucht, schnell noch ein paar Steine in die Hand, die man auf ihn wirft, schon ist er wieder ganz unten. Oder da sagt dir plötzlich dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin nach vielen Jahren, ich werde dich natürlich immer schätzen, wir bleiben gute Freunde, aber ich kann nicht mehr, ich ziehe aus. Über das Finanzielle können wir uns dann auch unterhalten. Du hast alles in die Beziehung investiert, aber jetzt weißt du, dass du alles verlierst, was du in Jahren und Jahrzehnten aufgebaut hast. Deine Kinder, Teil deiner Freunde, körperlich merkst du es, wie du geschafft bist, die Kräfte lassen nach. Auf Arbeit kannst du dich kaum noch konzentrieren. Was wird mehr? Ganz unten. Ich denke an Menschen, die einer Sucht verfallen sind. Ganz harmlos fing es an mit dem einen Glas, mit der so harmlos erscheinenden Droge. Aber dann musste man es immer wieder mal probieren. Und dann wurde es eine Gewohnheit, wurde es ein schlimmer Sucht, der immer weiter in die Tiefe hinuntergezogen hat, bis alles kaputt ging. Ganz unten. Und oft erfüllt mich auch die Sorge um unsere ganze Gesellschaft und auch manchmal um unsere Kirche. Wie weit sind wir vor lauter Spinnerei unserer Tage, vor allem Ausblenden der biblischen Botschaft, der guten Traditionen, des gesunden Menschenverstands, noch von ganz unten entfernt. Wie weit soll das noch gehen, dass man das Normale, zum Beispiel die Familie, die ehrliche Arbeit im Handwerk, im Handel, im Gesundheitswesen, nur noch etwas müde belächelt und das Verrückte und das Nichtstun gut bezahlt? Wie weit sollte die Kriegstreiberei noch gehen? Fest steht, immer wenn Gottes Wille ignoriert wurde, dann ging es mit einer Gesellschaft immer bergab. Dann ist man irgendwann ganz und der Sohle der Neugier hin, noch viel tiefer. Der uns unbekannte Beter des 130. Psalms kennt diese Tiefe. Er ist, warum auch immer, ganz und. Aber er hat noch eine Verbindung nach oben. Er betet. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Dann denk da an seinen Anteil am Problem. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, der wird bestehen. Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchtet. Er weiß ja an diesem ganz Unten, da habe ich auch meinen Anteil. Aber es fehlt mir die Kraft, selber mit eigenen Mitteln und Möglichkeiten wieder herauszukommen. Und indem er das aussprechen kann, da wächst auch wieder eine Hoffnung. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Ja, diese Hoffnung, die hat unsere Altvorderen getragen. In Notzeiten des Bergbaus, in Kriegen, wie 1618 bis 48, 1756 bis 63, in Hungersnöten wie 1771, 72. Eigentlich müsste ich da noch ganz viele Beispiele anfügen, aber wir lassen es doch. Ja, wer in den Tiefen des Lebens betet, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Lebens. Der bleibt nicht für immer ganz unten, der entdeckt auch in der Tiefe das Wirken Gottes. Der entdeckt als erstes die Hand Gottes, die ihn auch dort hält, Christus, der neben ihm ist. Und er
entdeckt die kostbaren Erzen, die sich auch eben in den Tiefen finden. Man kann sich in meinem Herzen wieder Güte, Einfühlungsvermögen und Mitleid entwickeln. Da bekomme ich die Kraft, das taube Stein an den Binnenrand zu werfen und dann wieder hochzukommen, von dort auszublicken in ein neues, gutes Land. Nein, zuschütten können und dürfen wir die Bingen nicht, wie es die Zinfritz Elsa vorgeschlagen hat. Aber in den Bingen, auch in den Tiefen des Lebens, mit Gott in Verbindung bleiben, zu ihm fliehen und beten, das können und müssen. Dabei wissen wir, dass der große Bergfürst Jesus Christus eben selber die Dinge dieser Welt heruntergekommen ist. Ja, er ist bei uns, auch in des Lebens Tiefen. Und er kann uns wieder herausführen aus dem ganz Guten. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und dabei werden wir machen, wie uns auch die Bingen des Lebens, diese schrecklichen Tiefen, zu Segensorten werden können. Amen. Thank you.
miteinander beten und Fürbitte halten. Herr unser Gott, wir danken dir für den Reichtum, den du in unser Erzgebirge gelegt hast, für all die kostbaren Erze, die unsere Altvorderen da abgebaut haben. Wir danken dir für unseren Ort Seichen mit seiner Geschichte und seiner Gestalt. Wir danken dir auch für unsere beiden Dinge, für all das, was dort an Gutem geworden und gewachsen ist. Wir wissen aber auch um die Gefahren. Ja, manchmal fühlen wir uns so ganz unten, wie hineingestürzt in die Neuglücker-Dinge. Sei du dann bei uns. Stehe neben uns, halte uns an deiner Hand und führe uns wieder nach uns. Sei bei denen, die leiden unter Krankheit. Sei bei denen, die leiden unter dem Abschied von einem lieben Menschen. Sei bei denen, die beschuldigt und fertig gemacht werden von anderen. Sei bei denen, die manchmal nicht mehr wissen, wie sie die viele Arbeit schaffen sollen. Und sei bei denen, die in Süchte geraten sind. Hilf ihnen heraus. Sei bei denen, die einen Ehepartner, wie auch immer, verloren haben. Wir bitten dich, segne du unseren Ort, segne unser Land. Gib, dass alle ehrliche Arbeit anerkannt und gesegnet bleibt. Dass die Wahrheit ihr Recht behält. Und so rufen wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt den Segen unseres Gottes mit auf eurem Weg hinein die Zukunft, hinein hin zu dem Platz, wo unser Gott euch hingestellt hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.